Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Wir sind immer noch hier in diesen Ruinen und müssen immer noch versuchen, Sam zu befreien. Ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe ja ziemlich viel vorproduziert gehabt. Und ja, erstmal das Mikrofon nochmal ein bisschen richten. So, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Bei dem Mikrofon. Okay, müssen wir da lang oder da? Okay, wir müssen hier lang. War hier nicht gerade wer? War da oben nicht irgendwer? Eben? Okay, hier ist Munition, die wir nicht mehr brauchen. Okay, alles klar. Da war noch was. Die Munition brauchen wir auch nicht mehr. Okay. Okay, irgendwas wollte ich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Oh Gott, oh Gott. Shit. Alles klar. Alles gut. Wir haben uns wieder 15 Rippen gebrochen, aber ist okay. Yo! Okay, ich glaube, wir sind echt bald am Ende, Leute. Was ist das denn? Oh, wow! Habe ich nicht explosive Pfeile oder so? Ich habe keine Ahnung. Das Fass explodiert. Oh Gott, hier kommt ja einer. Da ist noch einer. Oh Gott. Als ob er ausgewichen ist. Der brennt. Okay, alles klar. Hui. Da wäre auch ein Fass gewesen. Alles klar. Erstmal wieder... Was? Erstmal wieder in Deckung gehen oder erstmal alles einsammeln, Pfeile sammeln. Denn die brauchen wir. Definitiv. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo schon wieder Pfeile übersehen. Ich wette es. Die ich gerade hätte einsammeln können. Was haben die da geworfen? Als ob die so skillig sind. Ja, geh. Geht weg! Ist der da einfach gespawnt gerade? Der ist... Okay. Du, geh weg! Der brennt, okay. Wo? Von da! Okay. Was würde ich... Hä? War ich hier eben im Brand oder so? Alles klar. Alles einsammeln. Alles schön einsammeln. Immer schön. Pfeile wieder einsammeln. Wo? Da oben. Und da. Als ob ich den nicht getroffen habe. Den habe ich getroffen, alles klar. Wieder getroffen. LOL! Wo kommst du denn her? Der ist immer noch nicht besiegt. Was ist denn mit dir? Geh weg. Von wo? Von da oben. Oh lol, wo kam der denn hier? Scheiß die Wand an. Ja, okay. Ey, ich bin so still gerade, ne? Ich bin so konzentriert. Ich muss mich richtig, richtig konzentrieren, Leute. Tut mir leid. Den habe ich immer noch nicht, okay. Den habe ich aber. Der ist jetzt auch besiegt. Ach, das brenne ich ab, okay. Geh weg! Ich muss aufpassen, dass nicht irgendwie von hinten oder so irgendwas kommt. Da ist er!
Den habe ich jetzt aber, oder? Ich glaube, den habe ich. Der lebt ja doch noch. Jetzt ist er tot. Immer noch nicht. Was ist denn mit dir? Den habe ich auch noch gehört gerade. Der ist hinter mir angestapst gekommen. Als ob, was explodiert hier denn immer? Mann! Oh, ich dachte, ich habe ihn besiegt eben, deswegen. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Habe ich. Habe ich. Okay, alles klar. Diesmal nervst du mich nicht. Schön aufpassen. Ich hab's gesehen, aber ich hab nicht mehr reagieren können. Scheiße. Ich hab's mitbekommen, dass da was runtergeschmissen wurde. Aber ich hab nicht mehr reagieren können. Okay, den hab ich. Okay. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee, ich sehe da keinen mehr. Okay, alles klar. Kann ich jetzt runter? Ich wusste es. Ich glaube, die habe ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich habe sie. Erstmal reingehen. Hier hochgehen. Von wo? Von da. Oh Gott, das war fast dumm. Geh weg! Alles klar, okay. Da oben, okay. Ich hab ihn gehört. Ich hab ihn gehört. Hier lebt er noch. Oder du einer zumindest. Hab ich hier gerade einen Pfeil gesehen? Als ob ich den nicht auf den Kopf getroffen hab. Wo? Da. Eieiei. Ich habe keine Pfeile mehr, scheiße. Shit! Heilige Kacke! Heilige Kacke! Huh! Okay. War hier oben noch was? Ja, da war noch Munition, aber ich glaube, ja, damit bin ich voll. Aber da oben ist noch Munition. Ich wollte eigentlich zu meinem Maschinengewehr wechseln, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich wollte. Okay, komm. Achso. Ah. E drücken. Okay, brauche ich nicht mal, wie es aussieht. Alles klar.
Ich hab keine Pfeile, Alter. Ich hab kaum Pfeile. Ich will Pfeile. Ich mag Pfeile. Ah, Mensch. Mensch. Uiuiui. Greenscreen ist in Ordnung. Okay. Hey. Hey. Oh, GG. Hui. Kletteraxt ist OP. Gibt's hier Pfeile? Pfeile? Moin. Na, wer kennt das? Bitte, sagt irgendwer, dass das kennt. Das meins. Moin. Diese chinesische Töpferware ist ja... Cool. Ich hab noch keinen Dolch gefunden. Cool. Es gibt Dolche? Okay. Alles klar, was wäre das Spiel ohne noch ein bisschen Jump-Run-Action, wie es aussieht? Oder ein bisschen Rätsel-Action? Okay, das zieht das da oben hoch, würde ich mal meinen. Ich könnte dort oben erstmal ranspringen. Ich will mich erstmal umgucken, bevor ich hier irgendwas mache. Dort ist noch eine Truhe. Das ist sehr gut. Die Truhe will ich gerne haben. Ja. Können wir nämlich bald nächstes Waffen-Upgrade haben. Karte haben wir geupgradet. Okay, Moment. Ich muss also rüberlaufen oder so. Zack. Okay, ich muss hier aufmachen. Und dann ganz schnell rübersprinten. Okay, alles klar. Okay, ich muss sogar erst das aufmachen. Oder muss ich nicht schnell rüber sprinten? Ich weiß es nicht. Ich sprinte einfach schnell rüber. Ah. Das ist ein Fahrstuhl. Alles klar. Cool. So, und damit muss ich jetzt irgendwas kaputt machen, oder wie? Weil ich kann das ja ziehen. Ich ziehe es mal von da oben. Ja, GG. Das war, glaube ich, zu weit gezogen. Nicht so weit. Nur auf die Höhe der Tür würde ich mal meinen jetzt. Okay, ein bisschen höher. Oder muss ich das ganz hoch... Ja, okay, ich muss es ganz hochziehen. Okay, dann muss ich es sogar doch ganz hochziehen. Alles klar. Dann ist es doch richtig. Und irgendwie ist meine Tastatur gerade ein bisschen doof. Die liegt gerade ein bisschen scheiße. So, dann ist das jetzt oben, alles klar. Dann springen, hochklettern, super. Ach doch, ich muss die Wand da oben kaputt machen, okay. Zack. Push. Und nochmal, wie es... Nee, doch nicht nochmal, okay. Okay, wie komme ich da jetzt hin? Ich muss irgendwie da raufkommen. Ich habe eine Idee. Nochmal ziehen und während wir dran gezogen haben, ranspringen oder so. Würde ich jetzt mal meinen. Nein, das ist nicht richtig. Ui. Das ist not even close. Not even close. Hat das hier hinter irgendwie was, ein Durchgang oder so? Nein, aber hier ist noch irgendwas. Eine Schatulle. Okay. Ich kenne ähnliche Artefakte aus. Schon wieder eine Vase. Auch nicht schlecht. Sweet. Ich versuche mal von hier irgendwie darauf zu kommen. Oder da oben irgendwie lang hangeln oder so? Ich habe keine Ahnung. Von hier aus ranspringen kann ich nicht. So viel ist sicher. Es ist zu weit weg. Ranspringen kann ich nicht. Okay, Moment. Von hier aus vielleicht darauf springen. Okay, ich versuch's nochmal. Vielleicht bin ich einfach nur zu spät gesprungen. Oder irgendwie von der anderen Seite irgendwo rauf springen. Vielleicht muss ich auch... Nee, hier oben. Ach doch. Das könnte funktionieren eigentlich von hier aus. Da oben ranspringen. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Irgendwie muss ja
Für irgendwas muss das hier da sein. Okay, Moment, was ist hier? Nee, okay. Ja, Kiki! Das war geil. Moment. Ah! Ja, es macht Sinn. Moment. Mir ist es eingefallen, mir ist es eingefallen. Einfach. Zack. Das wieder zumachen. Damit der Käfig da drauf stehen kann, wir dann darauf klettern können und von dort aus dann dort oben hoch. Das ergibt Sinn, würde ich jetzt mal meinen. Oder? Was mit dir? Ja. Sehr gut. Dann von hier aus irgendwie raufspringen. Ja, super. Aber ich glaube, wir sind nicht weit genug dafür. Moment, ich glaube, wir müssen es nochmal ziehen. Und jetzt können wir auch draufspringen, würde ich jetzt mal. Ich würde es jetzt einfach mal so sagen. Ich denke, das macht. Ja, das könnte klappen. Hopp! Raufspringen, genau. Ja, easy. Hättest du den nicht gepackt, wäre ich enttäuscht gewesen, Lara. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du. Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Okay. Sam, ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ist es echt? Wow, das ist cool. Ich find's sehr cool. Auf jeden Fall. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Wäre nämlich ganz nett, weil erstens ist der Part gleich vorbei. Und zweitens haben wir wieder ziemlich viele Beute gemacht. 427. Ui, das ist schick. Das ist sehr schick. Das ist super. Da ist noch mehr. Und sieht auch aus, als wäre hier gleich ein Lagerfeuer. Eigentlich. An solchen Stellen ist doch immer ein Lagerfeuer irgendwie bald mal. Oder? Ja, da. Okay. Schön. Kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist Schnellreise für Lara nicht mehr möglich. Wir nähern uns dem Ende, Leute. Wir nähern uns wirklich dem Ende. Wow. Eine Satsuma Porzellanvase. Wir haben alle Vasen. Okay. Was haben wir eigentlich? Was haben wir denn alles so? Okay, es fehlt einiges. Es fehlt einiges. Aber oft hatten wir halt auch nicht die Möglichkeit, irgendwas zu holen. So. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt, den wir gerne irgendwo einsetzen. Hier haben wir 100% und hier haben wir 100%. Hier fehlt uns halt um einiges noch. Die Stärke ermöglicht ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Haben wir das nicht schon? Okay. Schalten sie ihre Feinde mit Finessen aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Das wäre auch schön. Nutzen sie ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche... Oh. Schalten sie das Kopfschussfadenkreuz... Oh, das ist super eigentlich. Kopfschussfadenkreuz, oder? Ne, Gewehrexperte, Gewehr auf kurze Distanz, um Gegner gnadenlos auszuschalten und zusätzliche Belohnung zu halten. Feuern sie aus kurzer Distanz mit der Schrotflinte auf Feinde, um sie auszuschalten. Ja. Ich glaube, wir machen das mit dem Bogen auf jeden Fall. Das ist super. Drücken F, während sie den Bogen benutzen, um betäubten Feinden mit einem Pfeil den Rest zu geben. Ja, das ist schick, aber mich interessiert eher das Fadenkreuz. Und... Wir haben doch explosive Pfeile, ne? Aufgeladene Nahkampfpfeile. Aufgeladen. Ja. Cool. Stabilisierende Gewichte verbessern die Präzision, halt den Schaden, ja. Oh, das will ich halt unbedingt haben. Es kostet aber 600.
Ich weiß nicht mal mehr, ob wir so weit kommen überhaupt irgendwie. Hier haben wir halt auch noch... Hier hatten wir noch eine Sache. Aber wir haben auch das Ganze nicht freigeschalten. Hier können wir 100% erreichen. Machen wir das. Wir machen mehr Damage mit den Pfeilen. Das ist super. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Aber Leute, hier würde ich sagen, beenden wir den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.